Willkommen auf meinem Kanal Streambank, liebe Leute, heute dreht es sich um eure Kommentare unter meinen letzten beiden Videos zum Thema Rainer Füllmich verlässt den Corona-Ausschuss. Das geht ganz schön zur Sache, das hat auch ganz schön viel aufgerüttelt, diese beiden Videos bei euch, und ich möchte so ein bisschen versuchen, Licht ins Dunkle zu bringen. Ich habe keine zusätzlichen Informationen, aber ich denke, wir können so ein bisschen auch selbst, ja, so ein bisschen selbst an diese Sache ran recherchieren. Ich zum Beispiel habe auch diesen Corona-Ausschuss, habe ich fast jede Sitzung geguckt, meistens immer freitags abends. Ich ließ es dann so ein bisschen nebenbei laufen, während ich ansonsten durchs Internet gechillt bin oder ein, zwei, drei Sachen noch nebenbei gemacht habe. Oder dann in der zweiten Sitzung am Samstagmorgen zum Frühstück oder eben auch sonntagsmorgens nebenbei so ein bisschen zum Frühstück laufen lassen. Und wer, wie ich auch, die meisten, 99% aller Sitzungen kennt, der kann sich auch so ein kleines bisschen ein Bild machen, denke ich. Denn das sind 119 Sitzungen gewesen, mindestens 4 Stunden. Da kann man sich mal ausrechnen, was da an Zeit ins Land gegangen ist. Und wir haben genug Zeit gehabt, alle Protagonisten einigermaßen kennenzulernen. Und deswegen, glaube ich, können wir auch diese Aktion, die jetzt dort passiert ist am letzten Freitag, dass, wie Viviane Fischer gesagt hat, Rainer Füllmich verlässt bis auf Weiteres den Corona-Ausschuss und sich nicht weiter geäußert hat, es gäbe Ungereimtheiten, hat sie gesagt. Das Video selber, das ist, vorweg, ganz genau, das ist die Seite der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Füllmich. Hier sieht man einen Hinweis, der jetzt gleich umspringt. Auf Deutsch: Wir beraten und unterstützen aktiv die Aktivitäten zu der Schadensersatzklage. Hier ist der Link zur Schadensersatzklage-Seite. Das ist also alles noch aktiv. Falls es hier rechtliche Probleme gäbe, dann dürfte diese Seite gar nicht mehr aktiv sein. Insofern hat sich das, auf der Seite gibt es da keine Informationen. Hier haben wir die Seite corona-ausschuss.de. Auch hier nichts, keine Informationen. Ganz im Gegenteil, für den Fall, zum ersten Mal hier, für den Fall empfehlen wir Ihnen den Einstieg über folgendes Video. Dr. Rainer Füllmich, erfahrener Prozessanwalt mit Zulassung in Deutschland und Kalifornien und Mitbegründer des Berliner Ausschusses, fasst die bisherigen Erkenntnisse des Ausschusses zusammen und zieht Zwischenbilanz. Also, falls es hier tatsächlich Stress geben würde, glaube ich nicht, dass Sie hier tatsächlich nochmal auf ein Video, auf ein Einstiegsvideo von Füllmich hinweisen würden. Das glaube ich nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, das auch alles dann in der Kürze der Zeit umzubauen, so eine Internetseite. Tja, also hier gibt es auch keine Informationen. Die Seite 2020 News, das ist die Seite, die mit dem Corona-Ausschuss zusammenarbeitet und hier sämtliche Nachrichten zu sehen sind. Auch hier keinen einzigen Artikel über Rainer Füllmich. Dann habe ich hier einmal Google gefragt. Google, wie sieht's aus? Was sagst du zu Füllmich? Ja, hier auch die Kanzlei, Stiftung Corona-Ausschuss. Was mich wundert, dass Google das tatsächlich oben als Suchergebnisse bringt. Normalerweise ist das hier, wurde das immer unterdrückt. Wundert mich, dass das jetzt hier oben zu finden ist plötzlich. Wer weiß, was da in der Vergangenheit passiert ist. So, und dann haben wir hier natürlich die Nachricht, wo alle immer sagen, da gibt es doch einen Strafbefehl gegen ihn. Vielleicht hat es damit zu tun. Hier ist eine Nachricht zu sehen vom 13.06.2022. Das habe ich mir auch aufgemacht wegen Volksverhetzung. Hier wird er einmal zu 90 Tagessätzen zu je 200 Euro, also insgesamt 10.000 Euro verurteilt, ist also verurteilt worden wegen, er hätte hier also gesagt, hier steht's, ne? Es war nicht Adolf, der das getan hat, sondern es war das amerikanische Finanzsystem. Da wurde gesagt, das hier ist Abrede von Ursachen in einer besonders schlimmen Zeit. Und dann muss er nochmal 6.000 Euro zahlen, weil er zu einem Anwaltskollegen gesagt hat, er sei im wahrsten Sinne des Wortes ein durchgeknallter, größenwahnsinniger Querulant Trump-ähnlicher Qualität.
Ja, so kennen wir Film nicht. Also mal eben 24.000 € auf den Tisch. Das ist auch hart. Mal, wir schauen mal. Hier, die Basis zum Beispiel. Ja, habe ich geguckt bei der Partei, die Basis. Gäbe es irgendwelche Ungereimtheiten, denke ich, wäre Rainer Füllmich der Erste, der nach vorne gegangen wäre und hätte gesagt, komm hier ist was schiefgelaufen. Oder man ermittelt gegen mich. Das, ne, sind ja Dinge, die wir in der Vergangenheit auch gehört haben. Ja, aber hier scheinbar nichts. Und dann habe ich noch etwas gefunden. Das hier ist der Telegram-Kanal von Rainer Füllmich. Das ist der letzte Eintrag vom 29. August. Maskenball, Teil 3 von 3. Maskenatteste in der HNO-Heilkunde. Also ein alter Artikel. Hier habe ich mich schon gewundert, dass am Donnerstag vor dem Corona-Ausschuss kein Hinweis auf die 119. Sitzung ist. Hier sehen wir den vorletzten Artikel auf Füllmichs Telegram-Kanal vom 26. August. Also auch hier absolut nichts Aktuelles. Kein Hinweis. Ich denke, bevor sich die Leute ihr Maul zerreißen, hätte der gute Mann selbst was zum Besten getan. Das hier ist das erste Video. Breaking News, Rainer Füllmich verlässt Corona-Ausschuss, Viviane Fischer trägt schwarz. Und das hier sind eure Kommentare und die mache ich euch auch oder mache ich uns auch gleich ein bisschen größer. Und hier will ich einmal so ein bisschen schauen, was hier so abgegangen ist. Wie kann man nur so eine Ansage machen? Damit ist doch das Projekt erledigt. Die Widersacher tanzen vor Freude. Man hätte ohne weiteres ihn wegen einer Erkrankung aus dem Spiel vorläufig nehmen können. Also wer jetzt hier zum Beispiel als Freidenker reinkommt und diesen Kommentar liest, glaubt tatsächlich, dass das Projekt erledigt ist. Insofern kann ich diesen Kommentar hier leider nicht stehen lassen, weil, das möchte ich auch nochmal sagen, natürlich kann ja jeder seine Meinung äußern. Auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen wie mein Wohnzimmer und ihr seid eingeladen. Und wenn mir das nicht passt, was hier steht, dann lösche ich das. Wer hier einfach nur für schlechte Stimmung sorgen will, dann wird's gelöscht. Hier auch einer, das Kartenhaus fällt zusammen und dann wird hier gekichert. Also hier setzt sich jemand auch überhaupt nicht konstruktiv mit diesem Thema auseinander. Hier ist jemand einfach nur schadenfreudig, dass hier angeblich das Kartenhaus zusammenfällt. Auch hier solche Kommentare werden gelöscht. Alles wird gut, sehr schön, sowas mag ich natürlich. Der nächste schreibt, bin eigentlich auch ein überzeugter Rainer Füllmich-Fan, aber ich habe auch schon etwas gelesen, was auf seine Schattenseiten hindeutet. Wenn du was gelesen hast, hättest du es hier ja schreiben können. Insofern absolut auch fehlende, also beziehungsweise ja, keine ausreichenden, wie soll man sagen? Wenn du Vorwürfe hast, dann benenn es doch, ja. Sie ringt mit ihrer Fassung. Mich hat es auch erschüttert. Natürlich wollen wir wissen, was passiert ist. Möge es für alle sich gut lösen. Klar. Und dann steht hier, vielleicht wurde für mich und der Ausschuss massiv bedroht und der Ausschuss wird genötigt, eine solche Erklärung abzugeben. Denk doch mal an Sergej Werner, plötzlich angeblich andere Weltanschauungen über Bord geworfen hat. Ja, aber Xavier dreht sich darum, dass er auch nochmal Platten verkaufen will und da hat das Management gesagt, du musst ein Statement geben. Ja, das ist ja dieses Branding. Ne? Wenn die Marke beschädigt ist, dann verkaufst du plötzlich nichts mehr. Das ist ja hier, hat mit dem Corona-Ausschuss überhaupt nichts zu tun. Hier gibt es keine Marken, hier gibt es nichts, was irgendwie gebildet werden muss. Das ist, denke ich, schon alles durch. Viviane Fischer ist zwar selbstverständlich auch großartig, aber mir gefällt die Formulierung nicht, dass sie auf konstruktive Lösungen warten. Den Satz hätte man weglassen können. Dass Füllmich bewusst diffamiert wird, ist doch klar. Ich danke ihm für alles, was er bis jetzt für die Aufklärung getan hat und habe großen Respekt vor ihm. Ja, finde ich auch. Aber liebe Margot, daran ist auch zu erkennen, den Satz hätte man weglassen können. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das erste Zeichen, wo ich sage, okay, hier spielt man mit uns ein bisschen, beziehungsweise, ja, Public Relations. Aber ich will da noch nicht zu sehr meine eigene Meinung dazu geben. Da kommen wir gleich noch zu. Schade, aber wenn allen bei so viel Arbeit und so lange müde werden, wird es manchmal schwer, sich optimal und gut zueinander zu verhalten. Liebe für allen. Finde ich auch gut. Finde ich auch nett. So, jetzt wollen wir eben hier nochmal andere Kommentare anschauen. Hier zum Beispiel, das ist die, ne, da kann man einmal die Ansicht ändern in bereits beantwortete Kommentare. Elke schreibt, was immer auch passiert ist,
oder gerade passiert. Rainer Füllmich gilt meine Hochachtung und tiefe Dankbarkeit für seine immense geleistete Arbeit. 113 Likes. Finde ich super und die meisten von euch finden das auch super. Nur schon einmal die Woche diesen Ausschuss zu leiten und sich mit dem ganzen Scheiß auseinanderzusetzen, ist eine Leistung. Absolut, Manuel, hast du vollkommen recht. Super Don Neo, deine Meinung könnte sich ändern, solltest du dich über die Vergangenheit des Herrn informieren. Das wird auch der Grund seines Rauswurfs sein. Also ich habe es ja nun eben gegoogelt, ne, und nicht nur eben, sondern zwischendurch wird es auch immer mal gegoogelt. Rainer Füllmich, ja, es ist nichts zu finden zu Scientology. Ja, und Füllmich wird bestimmt nicht mit Google zusammenarbeiten und sagen, wenn ihr meine Scientology-Informationen findet, dann verbergt die bitte. Ja, Google und Rainer Füllmich sind Feinde. Ne, der Corona-Ausschuss wurde zensiert. Ich glaube, 3 oder 4 Mal wurde der Kanal weggelöscht. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass hier irgendwelche Informationen bezüglich Füllmich gefiltert sind. Geschweige denn, wir machen das seit 30 Monaten, seit 119 Sitzungen. Meinst du nicht, wenn es da irgendwas aus der Vergangenheit gäbe, dass die schon längst geleakt worden wäre, diese Information? Insofern vermute ich hier auch einfach nur ein Trollkommentar. Und habe ich eben schon gesagt, so einfach ist das auch zu entlarven. Einmal googeln. Ja, und sich konstruktiv mit diesen Sachen auseinandersetzen. Ne? Da kommt natürlich jetzt hier auch, ne, natürlich die Antwort pedalistisch, was für eine Vergangenheit hat der Füllmich denn? Weißt du was? Wie kann man, ohne was zu wissen, was von Rauswurf reden? Michael Hummel. Ne, guck mal, hier kommen sofort die guten Kommentare. Konstruktiv und einfach auch, das ist jetzt der Unterschied zwischen dem gelöschten Kommentar eben. Ne? Einfach nur rumblähen und jetzt kommen hier konstruktive, wir wollen mit dir reden, wir wollen Informationen, lass uns drüber reden. Und das ist einfach unsere Seite, ja. Das wird sich bestimmt zu gegebener Zeit aufklären. Genau, hier hat eine Hoffnung, weil eben, und das ist auch der Punkt, das ist eben das, was ich auch denke, ich denke nicht, dass Füllmich und Konsorten uns einen vormachen können. Die hatten ja schon mal so eine PR-Aktion. Corona-Ausschuss wird gestürmt von Beamten, wo sie dann angeblich abgeholt wurden. Das war ja im Grunde auch nur der Start zu dieser, glaub, Grand Jury-Sitzung war es. Grand Jury war es nicht, es war noch etwas anderes, glaube ich. Na gut, spielt ja auch keine Rolle. Auf alle Fälle war das ja auch eine PR-Aktion, die sie sich geleistet haben. Vielleicht steckt da auch so etwas dahinter. Ne? Man sagt ihm nach, dass er früher mal was mit Scientology zu tun hat. So, und jetzt kriege ich ein Problem. Scientology ist in Deutschland, ist es nicht verboten? Nee, verboten sind sie in Deutschland nicht, sonst gäbe sie ja noch. Ne? Auf alle Fälle hat YouTube seine Gemeinschaftsrichtlinien natürlich auch dahingehend ausgearbeitet, dass eben solche Sektennetzwerke hier auch keine Erwähnung finden dürfen. Auch wenn der Artikel insgesamt gut ist, muss ich Scientology-Erwähnung leider löschen. Das tut mir leid. Ich finde es auch wichtig, dass man da kritisch mit umgeht. Aber letztendlich ist es so, bevor hier die Zensurabteilung kommt und hier uns die Möglichkeit nimmt, dass wir uns hier regelmäßig austauschen können, dass ich hier regelmäßig meinen Content bringen kann, weil der Output auf diesem Kanal, das ist für mich das Wichtigste, dass ich mit meinen Nachrichten, mit meinen Gedanken, mit meinen Videos hier Menschen erreiche. Und das ist mir egal, ob hier so ein Kommentar dann stehen bleiben kann oder nicht, das ist mir dann egal. Katzenfreundin, und warum soll das jetzt so schlimm sein? Die Kirche ist auch nur eine Sekte. Ah ja, siehst du, das war dieser vorhergehende Scientology-Kommentar. Im Rahmen einer Verleumdungskommentare, dessen Gegenstand null und nichtig ist. Peter Lissig, er war früher auch für die, ja. Was ihr alle wisst, ne? Was ihr alles wisst, das ist ja auch wirklich hochinteressant. Hallo Streampunk, alter Kumpel, aha. Harald Albrecht, okay. Können verbreiten, viele lieben, herzlichen Dank, am Ball bleiben und so weitermachen, genau. Statt Aufklärung und Verschleiern mehr Informationen wäre sinnvoll, um Vermutungen vorzubeugen, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Wir brauchen Füllmich, wir lieben Füllmich, Gott schütze unseren Füllmich. In welcher Sekte bist du denn, Jack London, ja. Klar, das ist ein bisschen überzogen, wir brauchen Füllmich, wir lieben Füllmich, Gott schütze Herrn Füllmich. Allerdings hat der Mann natürlich auch mit seinem Corona-Ausschuss 119 Mal in den letzten 2 Jahren hier den Menschen Hoffnung gegeben und Zuversicht. Und natürlich klammern die Menschen sich auch an ihn. Und das kann man auch hier sehen. 55 Likes hat dieser Kommentar.
Und dann schreibt hier einer, in welcher Sekte bist du denn? Und hat aber tatsächlich auch sogar noch 9 Likes bekommen. Ja. Auch hier den Sektenhinweis muss ich leider ausblenden. Das tut mir furchtbar leid. Unreflektierte Mitläufer gibt es auf allen Seiten immer. Andere denken lassen und nur nicht die Selbstverantwortung. Guck mal, das ist genau das Gleiche. Unreflektierte Mitläufer. Das ist jetzt schon wieder eine Bewertung von Killing Zoe. Und das, daran erkennen wir auch die Trolls. Sie fangen an, immer irgendwo zu denunzieren. Das ist immer drinne. Und dann nutzen sie sozusagen unser Argument, also das, was ihnen fehlt. Ne? Dass sie also praktisch dem Narrativ folgen. Ne? Dass die Bratwurst länger satt macht, als der Behandlungsstoff wirkt. Ja, darauf sind solche Menschen reingefallen und denen sagt man heute, Mensch, Leute, denkt doch mal selbst und sie verwenden das aber in ihrer Argumentation uns Freidenkern. Ich meine, wir haben das Freidenken erfunden. Was willst du eigentlich? Super Don Neo alleine. Das kann ja nur ein Bot sein. Komm, den schmeißen wir raus und den schmeißen wir komplett raus. Nutzer ausblenden, weg mit dir. Wozu brauchen wir Herrn Füllmich, schreibt der Nächste, dass er weiterhin die Situation dazu benutzt, den Schafhirten zu spielen. Wenn ich hier einige Kommentare sehe, sind ja genügend Schafe dabei. Traue niemanden, der so reich ist wie Füllmich und immer noch Geld sammelt für Versprechungen, welche niemals eintreten werden. Bisschen nachdenken und recherchieren dauert einige Zeit, aber es lohnt sich. Matthias, du sagst uns, wir sollen recherchieren. Die richtigen Corona-Ausschuss-Fans, die haben 119 Sitzungen am mindestens 4 Stunden hinter sich. Also uns wirfst du nicht vor, dass wir nicht nachdenken und auch nicht recherchieren. Insofern ist das hier auch nur wieder so ein Trollargument aus dem Dunkeln, ja, wir sollen mal ein bisschen über Füllmich recherchieren. Also so ein Quatsch. Und solche Leute brauche ich auch hier in meinem Wohnzimmer, brauche ich die auch nicht mehr. Ja, aber ihr seht, es geht hier unheimlich ab, ne? So, wir schauen mal. Es gibt Ungereimtheiten, für die wir auf konstruktive Lösungen warten. Ein recht verklausuliertes Statement. Mehr Transparenz wäre angebracht. Alle Menschen, die den Ausschuss von Beginn an finanziell unterstützen, haben das Recht, aufgeklärt zu werden und nicht nur die. Okay, und dann geht das ja nicht weiter. Nein, sage ich dir ganz ehrlich, alle Menschen, die den Ausschuss von Beginn an finanziell zu unterstützen, haben nicht das Recht, aufgeklärt zu werden. Ganz einfach. Ja, wenn so ein Ausschuss kommt und sagt, Mensch, ihr könnt uns hier unterstützen, dann kann das Geld für das Kamerateam sein, für die Technik sein, für ein Hotelzimmer, was sie sich nehmen müssen, für was weiß ich alles. Vielleicht will der eine oder andere wichtige Gast auch eine Gage oder eine Anreisepauschale, dann wird das davon bezahlt. Ja, und wir haben nicht das Recht, da aufgeklärt zu werden, Malcolm X. Was ist das für eine Scheiße? Wir haben das Recht, aufgeklärt zu werden. Wenn du das Geld spendest für jemanden, der Informationen sammelt, dann hast du, was willst du denn da aufgeklärt werden? Für was? Und überleg mal, ich meine, da sitzen 2 Anwälte, ja, 4x 120 Sitzungen. Ich bin jetzt heute Morgen im Kopf noch nicht so gut. Und das sind mindestens 4 Stunden, das sind 480 Stunden. Ja, nimm mal einen Verrechnungssatz von 80 Euro sind 38.400 Euro. Und das musst du einfach mal 2 nehmen, da bist du schnell bei 80.000 Euro ohne Hinfahrt, Rückfahrt, Hotelkosten. Und das sind auch nur sozusagen die Sitzungen, da sind die Vor- und die Nachbereitung gar nicht mit bei. Also wir reden hier von 150.000 Euro, wo 2 Anwälte hier über 2 Jahre irgendwo diese Sitzung betreuen. Und nur diese Sitzung, ja. Und da kommen nicht hier von wegen, Mensch, ich habe dem auch 10 Euro gegeben, ja. Also, hier hat auch eine Menge Likes gekriegt, aber ich finde diese Aussage hier nicht richtig. Weißt du, das ist nämlich so ein Prinzip, was ich ja auch schon erlebt habe. Ich gebe dir ein Like oder ich folge deinem Kanal, wenn du dich da und dahingehend äußerst. Ja, sonst entfolge ich dir. Ja, denn mach, was du willst. Und hier ist es genauso. Ich spende ihm, weil dann habe ich ihn auch in der Hand. Nein, Leute, die Gesellschaft der Zukunft funktioniert nur durch Geben ohne rückzufordern. Das ist einfach so. Die Unterstützung hat sich in jedem Fall längst mehr als bezahlt gemacht. Was auch immer gerade läuft, kann den Wert des Ausschusses nicht schmälern. Habe ich ja auch schon gesagt, ne? Genau das. Ich habe den Ausschuss nur gelegentlich angeschaut. Inwiefern hat er irgendwas gebracht? Ja, Johann, hier auch nochmal ganz klar mein Hinweis. Vielen Menschen Zuversicht gebracht. Und jetzt läuft er auf Getter
Und da möchte ich ganz kurz einmal was zu sagen. Da habe ich neulich gesehen, auf Getter haben die dann 24.000 Klicks bekommen. Und wenn man sich überlegt, dass auf einer Plattform wie Twitch natürlich ein ganz anderes Publikum, aber insgesamt ein jüngeres Publikum und damit auch viel mehr unterwegs sind. Und wenn Deutschlands Nummer 1 YouTuber Montana Black, ne, den ich hasse wie die Pest, wenn der online geht und einen Run hat, sind da 25.000 Zuschauer. Das bringt unser Corona-Ausschuss bereits auf Getter, auf der unbekannten Plattform. Früher hatten wir hier auf YouTube 70.000 Live-Zuschauer. Das hat kein Streamer geschafft in Deutschland, um das mal festzuhalten. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass der Wille, diesen Ausschuss zu sehen und Gerechtigkeit und Aufklärung zu erfahren, immens riesig ist in der Bevölkerung. Das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Genau, inwiefern hat er was gebracht? Wenn Sie ihn tatsächlich gelegentlich angeschaut haben, kann die Frage wohl kaum ernst gemeint sein, ja? Ne, hier eine Antwort, sehr schön. Skeptic on YouTube. Sie haben nicht die Frage, guck mal hier, Sie haben nicht auf die Frage beantwortet, wo hat er was gebracht? Viele Stunden, bla bla, aber es ist null passiert, keine Klage oder sonst was. Also, wenn du eine Sammelklage gegen die Pharma-Lobby oder gegen die Regierung drüben, das, was Phil mich machen will, gegen den PCR-Test in Anspruch nimmst, dann wird er dich nicht anrufen, Skeptic on YouTube, und dir erzählen, was jetzt als nächstes abgeht, ja? Und das ist auch, was viele nicht schnallen, aber Phil mich auch ewig schon gesagt hat. Ja, und du sagst hier, sie haben die Frage nicht geantwortet. Du, Skeptic on YouTube, du hast diesem Corona-Ausschuss nicht gefolgt, weil Phil mich das tausendmal gesagt hat, dass sie nicht ewig davon reden werden, welche Taktik sie wann hier vornehmen werden. Vor Wochen hat Phil mich erzählt, er konnte nicht zum Corona-Ausschuss kommen, weil er in den Staaten unterwegs war, mehrere große Sitzungen hatte in großen Konferenzzentren und, und. Da sitzen wahrscheinlich hunderte von Anwälten zusammen, ja. Und das ist eben so. Und da hat er ja auch gesagt, da ist 1 Million Euro gar nichts. Wenn du eine Sammelklage in den USA mit ein, zwei Anwaltsteams startest, dann sind da 20, 30 Anwälte dran beschäftigt an diesem Fall. Aber im Hintergrund arbeiten wahrscheinlich wesentlich mehr. Und darüber musst du dich einfach informieren, bevor du die Menschen hier auf meinem Kanal aufforderst, deine Frage zu beantworten. Es liegt nicht an uns, Skeptic on YouTube, dich schlau zu machen. Verstehst du? Und deswegen kannst du dich verziehen. So, und guckst dich wieder ganz blöd da, weil meine Follower sind nämlich richtig gute Jungs. Wo hat er was gebracht? Viele Stunden, bla bla, und nichts passiert, wird hier zitiert. Wenn Sie das minutiöse Ermitteln und Aufdecken eines Schwerverbrechens als bla bla bezeichnen, dann wüsste ich nicht, wogegen Sie klagen wollten. Sie sind wohl ein Troll. Ja, genau, richtig gut erkannt. Astrologic kennt sich ein bisschen im Internet aus. Da wurde nichts ermittelt oder aufgedeckt. So ein Quatsch. Das auch nur wieder gegen Anlaberei, ne? Der kann sich auch komplett von meinem Kanal hier verziehen, der gute Kollege hier. Wollen wir auch dann weiter hier nicht mehr drauf eingehen? Skeptik on YouTube kann sich verziehen. Johann sagt, warum gleich so wütend? Ich habe eine einfache und ernst gemeinte Frage gestellt. Wenn die Antwort komplex ist, dann verstehe ich, wenn man hier auf YouTube nicht antworten will, weil viel zensiert wird. Aber kritische Fragen gleich als Troll in die Ecke stellen und kontraproduzieren, ist eigentlich genau das, was wir C-Kritiker unseren Gegnern vorwerfen. Wäre schon gut, wenn wir daher irgendwie sachlich bleiben könnten. Ja, Johann, aber dazu gehört auch, dass man das Internet versteht. Du warst gar nicht gemeint. Wenn er schreibt hier @Skeptic on YouTube, dann ist das keine Antwort an dich. Was hat hier GM schreibt? Es hat so viel gebracht, dass die Verbrechen der Pharma durch die gute Connection von Füllmich weltweit diskutiert werden, ganz genau. So, großen Dank an Füllmich. Also ihr seht, durchweg positive Nachrichten, positive Kommentare. Und das hier ist das zweite Video. Sekunde, das muss ich auch einmal ganz kurz ein bisschen kleiner machen. Das ist das zweite Video. Die Inhalte dieser beiden Videos schaut ihr euch natürlich bitte selber an. Liegt Wolfgang Wodak hier versehentlich den Grund für Füllmichs Ausstieg? Und da bin ich auch hier natürlich in die Kommentare reingegangen. Hat der Kanzlerkandidat etwa betrogen? Wen wundert's wirklich? Ja. Ja, ne, also wie ich eben schon sagte, ne, schau mal erstmal 119 Folgen Corona-Ausschuss an, dann kannst du hier mitreden. Ne. Kommt hier so ein
ungebildeter kleiner dummer Junge oder ein kleines dummes Mädchen kommt hier an und sagt, ne, wen wundert's wirklich? Als wenn das so klar ist, dass Phil mich hier als Betrüger entlarvt wird. Ups. So. Nutzer auf Kanal ausblenden. Das scheint wohl mehreren Spendern aufgefallen zu sein, dass für mich keine reale rechtsanwaltliche Arbeit im Sinne des Spendengrundes geleistet hat. Also gut, es kann natürlich sein, dass er was anderes gemacht hat, als er uns erzählt hat, aber erzählt hat er, dass sogar erste Zahlungen an das US-Anwaltsteam bereits geleistet wurden. Und er hat auch gesagt, dass das am Ende eine irre Vorbereitung ist, die auch über Jahre läuft. Tja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was hier so einfach so von hinten durch die Brust ins Auge, ne, irgendwas zu spekulieren, ist keine Aufklärung. Ja, genau. Ganz genau. Und so sehe ich das nämlich auch. Ne, und natürlich habe ich die Titel der Videos hier ein bisschen reißerisch gewählt, ja, um auch mal so ein bisschen, ne, um euch auch mal ein bisschen aufzurütteln. Letztendlich, ne, ist das hier eine Frage, liegt Wolfgang Wodak hier versehentlich den Grund für Rainer Föhrmichs Ausstieg? Das ist auch kein Clickbait, sondern das habe ich als Kommentar gefunden. Wodak sagt was über Sammelklagen, hängt es wohl damit zusammen? Dann bin ich nochmal in das Video reingegangen und habe mir das dann angeschaut und euch hier zur Verfügung gestellt. Also, ich finde diese Reaktion ist super. Irgendetwas zu spekulieren ist keine Aufklärung, ganz genau. Aber es ist, dient auch hier so ein bisschen auszutauschen und zu unterhalten und auch mal so ein bisschen zu sehen, wo eben auch die Meinungen schnell hingehen können. Ne? Herr Wodak, kritisch oder stur überlegen Sie gut, denn das jetzt dient dem dunklen System. Okay. Rainer Föhrmich hat eine super Arbeit gemacht und ich schätze ihn sehr, aber es gibt Menschen, die dickköpfig sind und sich für neue Erkenntnisse der Heilung verschließen. Herr Föhrmich jedenfalls, jedenfalls nicht. Ihm kann ich nur Danke sagen. Ja, okay, ja. Ist auch so. Ne? Und das, was der Wodak hier sagt, ne, wenn jetzt gesagt wird, ja, aber er spricht doch davon, dass da Sammelklagen im Allgemeinen wohl schief laufen und dass es so in die Richtung geht und man ja darüber sprechen muss. Und es könnte theoretisch aber eben auch eine Finte sein, die einfach dazugehört zu dem Spiel. Ne? Wenn diese Regierung, was diese Regierung tut, sehe ich nicht als Fehler. Das ist der Versatz, Vorsatz wahrscheinlich. War von Anfang an skeptisch und habe mir gleich ge gedacht, nee, 800 € bekommst du nicht, Herr Anwalt. Also, ganz klar nochmal, um das hier klarzustellen. 800 € als Pauschale für eine Sammelklage für Unternehmen und Selbstständige. Nicht für irgendwelche Privatleute, sondern für Unternehmen und Selbstständige. Und wenn du zum Beispiel als Unternehmer hier in einem Lockdown 20.000 Miese gemacht hast, dann gehst du zu einem normalen Anwalt und der nimmt dir alleine schon dann für das Beratungsgespräch schon einen Hunni oder 80 € ab. Ja, geschweige denn nachher das Gerichtsverfahren, da geht es in die Tausende. Ja, wenn du 20.000 € oder 30.000 € erklagen willst, keine Ahnung, aber ich denke, da bist du locker mit 1, 2, 1, 3, 2.000 €. Ja, ich hatte mal einen Rechtsstreit, der ging damals über 60.000 €. Den haben wir aber fett gewonnen. Meine Anwältin wollte 2,4 haben. 2.400. Ne? Also hier auch wieder jemand, der sich überhaupt nicht auskennt, der denkt, 800 € für eine Sammelklage als Pauschale wären viel. Ja, auch absolut nicht informiert und will hier auch im Grunde nur rumspucken. Und das ist für mich auch nicht in Ordnung. Klar. Nicht jeder hat die Zeit, sich so zu informieren und. Wenn es Füllmich um Geld ginge, wäre er gar nicht im Ausschuss. Mit seiner hohen Kompetenz und großen Klugheit fände er viel bequemere und schnellere Möglichkeiten, ordentlich reich zu werden. Also wenn es sich hier nur darum dreht, mal zu bewerten, wie Füllmich finanziell aufgestellt ist, dann können wir aufhören, darüber zu reden, wenn wir uns einfach vor Augen rufen, dass er von seiner Ranch in Kalifornien spricht. Kauf mal Land in Kalifornien, kauf mal eine Ranch in Kalifornien, dann weißt du, was der Mann an Kohle hat. Föhrmich hat sein ganzes Herz und die Kanzlei, die natürlich auch noch nebenbei läuft, ne, während er im Ausschuss sitzt, arbeiten da ja seine Rechtsanwaltskollegen.
Und zu Antonia Fischer und Justus Hoffmann. Justus Hoffmann hat einen Kanal auf YouTube, der heißt Hafenanwälte. Keine Ahnung, warum der Hafenanwälte heißt. Vielleicht ist der auch nach Hamburg gegangen, der Justus, Dr. Justus Hoffmann, das weiß ich nicht. Antonia Fischer, die werden sich sicherlich zurückgezogen haben, weil die eben auch zu tun haben. Und Antonio Fischer ist ja Anwältin für Pflegerecht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich denke, dass am Anfang war das ja gut, wenn sie dabei war, weil das ja auch die Pflege und alles betrifft. Aber im Moment sind wir über gewisse Themen hinweg. Und ich habe das in der Vergangenheit immer mal gehört, dass der Name Hoffmann fiel, dass da im Hintergrund also auch viel gearbeitet wird und eben auch viele Prozesse wahrgenommen werden müssen. Und natürlich hilft also auch diese Bekanntheit auch den Kanzleien, ja, dass die Menschen sich da noch häufiger melden. Und da werden die gut zu tun haben, denke ich. Füllmich hat sein ganzes Herzblut für die Arbeit im Ausschuss gegeben. Wie viele Tage und Nächte hat er sich den Gästen ihren unterschiedlichen und mitunter durchaus konträren Ansichten gewidmet und selbst verloren interessiert und geduldig zugehört. Oftmals trotz großer Erschöpftheit und Hinfälligkeit, ohne es sich anmerken zu lassen. Immer wieder konnte man erstaunt erleben, wie er nach langem, scheinbar geistesabwesenden Eindösen jäh hellwach wurde und auf Gesagtes gezielt gefasst und energisch antwortete oder kritisch dagegen konterte. Ja, kann ich nur zustimmen. Mir geht es nicht ums Geld, sondern um Recht und Gerechtigkeit. Das hat er immer wieder kraftvoll, freimütig, bekannt und offengelegt. Und dies hat er mit seiner außerordentlich schwierigen und nicht immer ungefährlichen Arbeit im Ausschuss zu Genüge bewiesen. Finde ich auch, da kriegst du schon mal ein Like. Man kann es ihm nicht verdenken, dass ihn jene Mutmaßung ausgerechnet seitens seiner engsten Mitarbeiter und Freunde schockiert und zutiefst verletzt hat. Er wird einige Zeit benötigen, um damit fertig zu werden und die liebevolle Nachsicht auch gegen die allzu menschlichen Fehlschläge seiner Kollegen, Freunde und Mitschritte aufzubringen. Okay, das muss ich ehrlich sagen, verstehe ich jetzt nicht. Man kann es ihm nicht verdenken, dass ihn jene Mutmaßung ausgerechnet seitens seiner engsten Mitarbeiter und Freunde schockiert und zutiefst verletzt hat. Okay, also was hier Viviane Fischer sagt, ist, es gibt Ungereimtheiten. Mehr gibt es nicht. Was du also hier jetzt hineininterpretierst, finde ich interessant. Da scheinst du ja wirklich stichhaltige andere Informationen zu haben, die wir hier alle nicht haben. Es wird einige Zeit benötigen, um damit fertig zu werden. Das finde ich einen merkwürdigen Artikel. Wir schauen mal weiter. Es ist für uns alle, für Deutschland, Europa und die westliche Welt zu wünschen, dass Rainer Füllmich weiterhin sich für die Opfer des Regimes einsetzt und im vereinigten Team sein gesetztes Ziel erreichen möge, die Täter, Verbrecher und Mörder ihre gerechte Strafe zuzuführen. Rainer Füllmich, wir stehen zu Ihnen in tiefster Verehrung und Dankbarkeit. So, also Täter könnt ihr schreiben, Verbrecher könnt ihr auch schreiben. Das Wort Mörder, das habe ich schon tausendmal gesagt, das will ich hier nicht sehen. Auch hier reagiert YouTube extrem empfindlich. Ich habe es schon tausendmal gesagt, bitte versucht euren Unmut zu umschreiben. Ja, weit sind wir ja hier nicht gekommen. Auch wenn Füllmich einen großen Fehler gemacht hätte, ohne Rainer Füllmich ist der Ausschuss zerstört und die Gegenseite hat einen Sieg errungen. Und er hat ja auch 22 Likes bekommen. So schnell gebt ihr auf? So schnell gebt ihr auf, ja? Okay. Also hier zeigt sich ganz klar, man braucht hier nur so einen kleinen Hinweis bringen. Man braucht euch nur ein kleines bisschen hinters Licht zu führen und plötzlich gebt ihr auf. Und die Gegenseite hat einen Sieg errungen. Diese Gegenseite hat den Sieg erst errungen, wenn man sie lässt. Und du, Ralf Mahr, lässt gerade die Gegenseite einen Sieg erringen. Ja? Ne? Na klar, aber schaut mal. Ne? Zwei Fußballteams. Euer Fußballteam fängt sich ein Tor. Die gehen doch dann nicht vom Platz. Die kämpfen doch weiter. Darum dreht sich's doch. Ja, aber wie viele hier diesen Beitrag geliked haben, der zeigt mir ganz klar, ja, jetzt hat die Gegenseite aber ein Argument. Was für ein Argument denn? Das habe ich euch doch gerade gesagt. Bisher wird doch hier nur, ja, geschwafelt. Ne? Von euch wird geschwafelt oder von viele schwafeln hier rum, weil sie angeblich wissen, was passiert ist. Ja, und der beste Kommentar, den habe ich ja eben schon gezeigt, ist der kürzeste. Irgendwas zu spekulieren ist keine Aufklärung. Ganz genau. Ganz genau. Das ist der Kern dieser ganzen Sache. Ja.
Gut, ich glaube, im Grunde reicht es das. Ich möchte jetzt zum Abschluss euch noch etwas vorspielen von Bodo Schiffmann. Was mich erstaunt, dass jemand, der wie Rainer Füllmich so viel Energie und so viel Zeit investiert hat und so wahnsinnig erfolgreich damit ist, wenn auf einmal auf so jemand mit dem Finger gezeigt wird, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass er irgendwas richtig gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es an uns ist, irgendwas über Rainer Füllmich zu sagen. Das kann er eigentlich nur selbst und wie ich Rainer kenne, wird er das auch tun. Und insofern lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was die Zukunft so bringt. Ich jedenfalls danke Rainer für alles, was er macht und was er gemacht hat und bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt. An Spekulationen sich beteiligen, mit dem Finger auf jemanden zeigen. Das haben wir in unserer Bewegung, glaube ich, nicht nötig. So, meine Lieben, und jetzt möchte ich euch meine Ahnung einmal mitteilen. Ich glaube, dass Füllmich sozusagen jetzt loslegt. Ich glaube, die starten jetzt. Das ist meine Vermutung, dass er einfach keine Zeit mehr hat, da freitags zu sitzen, das vor- und nachzubereiten. Ich denke, überall rollen jetzt die politischen Köpfe. Wir haben das erlebt, dass der NDR durchgetauscht wird. Da werden die Köpfe durchgetauscht. Bei der ARD im Sendehaus in Kiel, oder ist das auch NDR in Kiel? Auf alle Fälle jetzt auch NDR in Hamburg. Und RBB, Bayerischer Rundfunk. Irgendwie hat man das Gefühl, dass die Presse jetzt kommt und sagt, oh, da wurde ja andauernd politische Einflussnahme genommen auf die Beiträge. Das wird sich in Zukunft ändern und plötzlich werden wir aufklärende Nachrichten sehen. So nach dem Motto, die Medien ziehen den Kopf aus der Schlinge. Das ist aber nur eine Vermutung. Ich habe es neulich schon gesagt, dadurch, dass ich mich immer mit den Nachrichten beschäftige, jeden Tag, glaube ich, habe ich so ein Gefühl für das, was zwischen den Zeilen steht, entwickelt. Und was in den letzten 4, 5 Wochen passiert ist, dass ich die Nachrichten lese und so ein bisschen das Gefühl kriege, dass alles vorbei ist. Unsere Gesundheitskrise ist vorüber, auch wenn da immer noch ein bisschen Alarm gemacht wird mit dem neuen Infektionsschutzgesetz. Aber ich glaube, das mit der Ukraine ist auch durch. Seitdem da jetzt zu lesen war, dass sogar hohe Pentagon-Beamte sich kontra Ukraine geäußert haben und kein großes Vertrauen mehr haben. Seitdem weiß ich, im Hintergrund sind die Weichen anders gestellt worden. Und seitdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass alles vorbei ist. Auch wenn das in der Presse im Moment noch anders dasteht, aber es ist vorbei, sage ich jetzt mal so. Und emotional muss ich sagen, habe ich neulich auch schon erzählt, fehlt mir jetzt der Widerstand und ich, ja, dieser Kampfmodus, da merke ich, dass ich so ein bisschen rausfahre und hatte das letzte Woche so eine Art inneres Erschöpfungsgefühl, emotional erschöpft ein bisschen, weil man merkt, okay, tja, der Gegner ist besiegt, wir haben überlebt. Ne? Nicht alle, aber ich zumindest, ich habe überlebt bis hierhin, ja. Ja, liebe Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr zu euren Kommentaren zu sagen habt. Ja, schreibt mir das gerne nochmal so ein bisschen jetzt in der Rückschau, falls ihr dabei wart in den Kommentaren. Ja, schreibt gerne nochmal was dazu. Vielleicht, ja, ich kann nur sagen, nochmal für die Zukunft, vergesst oder lasst es bitte, gewisse Worte zu verwenden in den Kommentaren. Und ja, und macht weiter so. Vor allen Dingen interessiert mich eure Meinung, vor allen Dingen interessieren mich auch Dinge, die ihr so im Alltag mal erlebt habt. Schaut gerne auch mal auf meinem Telegram-Kanal vorbei. Schaut auch hier unten in der Infobox ist der Link zu meinem Odyssey-Kanal. Dort findet ihr auch alle gelöschten und zensierten Videos hier von diesem YouTube-Kanal. Die sind dort drüben auf Odyssey alle noch zu finden. Lasst überall einen Kommentar, lasst überall ein Like und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal, damit ihr auch in der Zukunft nichts Wichtiges verpasst. Denn was die Zukunft bringt, das weiß eben keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.